Hallo und herzlich willkommen hier im Dr. Yoga Studio in Wien. Mein Name ist Viktoria Ecker und ich zeige dir jetzt meine drei Lieblings-Core-Übungen. Core ist ja nicht nur unsere Bauchmuskulatur, sondern eigentlich die ganze Stützmuskulatur von der untersten Rippe bis zu den unteren inneren Oberschenkeln. Wenn wir die stärken, dann sind wir einfach viel stabiler und es fällt uns die ganze Yoga-Praxis viel leichter, besonders wenn du, so wie ich, gerne auf den Händen stehen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall eine starke Mitte. So, Übung Nummer 1, die ich immer mache, wenn ich Yoga übe. Ich hebe einmal ein Bein aus dem herabschauenden Hund, das ist schon mal alleine gar nicht so schwer, gar nicht so leicht. Und dann ziehe ich das Knie zur Nase und aktiviere wirklich fest die Bauchmuskeln und versuche hier nicht so unten rum zu hängen, sondern wirklich den Boden wegzuschieben und das Knie zur Nase zu ziehen. Ist ein wunderbarer, wenn man will, Banda-Charger, wenn dir Bandas was sagen. Einatmen mit dem Brustkorb hoch und mit der Ausatmung ziehst du nach vorne und du wirst sofort merken, dass deine gesamte Core-Muskulatur hier arbeiten muss. Mach das so oft du möchtest. Wenn du es noch ein bisschen intensivieren möchtest, kannst du aus Plank gehen. Einatmen, Bein zurück, ausatmen, Knie zur Nase, vielleicht zum rechten Arm, vielleicht zum linken Arm. Nimm auch die seitlichen Bauchmuskeln mit. Und dann sind wir schon in meiner zweiten unter Anführungszeichen Lieblings-Core-Muskulatur-Übung. Die mag natürlich eigentlich keiner so wirklich gern, weil man ist hier in diesem Plank auf den Unterarmen und man hält. Und man hat nichts zu tun, außer auf den Boden zu schauen und zu atmen. Und es ist auch eine Kräftigungsübung für unseren Willen und für unseren Geist. Ich lege mir ganz gerne einen Timer daneben und versuche, 1, 2, manchmal sogar 3 Minuten zu halten. Lang. Okay? Stärkt wunderbar die Mitte, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das Tolle hier ist, es gibt eigentlich sehr, sehr wenig Verletzungsrisiko. Wenn du nicht schon eine Schulterverletzung hast, dann kannst du dir hier fast nicht wehtun. Wichtig nur, kein Hohlkreuz, sondern Bauch fest einziehen. Okay. Und wenn du das Gefühl hast, du magst nicht so viel auf den Händen stehen, was ich verstehe, du brauchst doch mal eine Pause für die Schultern, dann komm zum Sitzen. Was ich hier ganz gerne mache, für den unteren Bauch, du kannst entweder die Beine 90 Grad nehmen oder Richtung Decke strecken, je nachdem, wie flexibel deine Beinrückseiten sind. Und dann versuche ich hier, Brustkorb zieht nach oben, mit der Einatmung die Beine nach oben zu schieben. Und ihr seht, es bewegt sich sehr wenig, aber man spürt es stark im unteren Bauch. Okay, mit diesen Übungen kräftigt ihr die ganze gesamte Core-Muskulatur und das werdet ihr ziemlich schnell spüren. Viel Spaß unter Anführungszeichen dabei. Namaste.